Oh. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen. Sag mal, was ist denn mit dem Wolfgang los? Der sitzt jetzt schon in seinem Zimmer und lernt Mathematik? Hat ja nichts mehr, was könnte ihn ablenken, seitdem das Mädel weg ist. Einiges aufzuarbeiten. Am Retzer Gymnasium sind Sie mit dem Jahrespensum schon um einiges weiter. Wieso am Retzer Gymnasium? Ich wollte es ja schon gestern sagen, aber es war keine Gelegenheit. Wolfgang will die Schule wechseln. Er will wieder aufs hiesige Gymnasium. Mhm. Und aus welchem Grund? Dreimal darfst du raten, der will Clarissa nicht begegnen. Es ist mir schon klar, dass ihn die Sache verletzt hat, aber gleich flüchten. Ich finde, er sollte sich mit Clarissa auseinandersetzen. Ja, Kinder, ich muss los. Für mich wird's Zeit. Lebt wohl. Guten Morgen, Julia. Wie schön, dass ich dich noch zu Hause erwisch. Guten Morgen, Heinz. Wie komme ich denn zu so einem prachtvollen Blumenstrauß? Naja, weißt ja eh. Das heißt die Stadt Retz. Nein, das ist Blödsinn. Also, ich möchte mich ganz persönlich bei dir dafür bedanken, dass du. Naja. Also, dass ich ein Auge zugedrückt habe. Du sagst es. Ich habe den jahrelangen Betrug der Stadt Retz nicht aufgedeckt, weil ich gewusst habe, dass das den Bankrott der Stadtgemeinde bedeutet hätte. Der einzige Grund, Heinz. Und du als Polizist wirst verstehen, dass mir nicht ganz wohl bei der Sache ist. Ja, aber jetzt haben wir reinen Tisch gemacht. Wir zahlen alles zurück. Und weil wir so ehrlich waren, erlasst uns der Bund die Zinsen. Na, siehst du. Ach, nur mit der EU-Förderung schaut's ja gut aus. Da hilft uns der Landeshauptmann. Mhm. Ja, damit können wir eigentlich alles wieder vergessen. Glücklich ist, wer vergisst? Die heimliche österreichische Nationalhymne. Aber bitte nimm zur Kenntnis, Heinz, dass ich das nur ein einziges Mal gemacht habe. Ja? Und diesen prachtvollen Blumen. Schöne Blumen. Ich stelle sie gleich ins Wasser. So, jetzt müsst ihr bald kommen. Der hat doch einen Gerätstermin. Der kommt schon. Du fährst ein bisschen zurück und nimmst deinen Anlauf. Und, wann ist nicht der Brems? Du boxst das schon. Du musst. Ich hab kein gutes Gefühl, Kalli. Ich hätte da besser mitkommen sollen. Jetzt reg dich doch nicht unnötig auf, Mutter. Ich hab ein reines Gewissen, das wird sich alles aufklären. Was halt? Weil du immer zum Saufen animieren lässt. Ein bisschen der Vergnügen braucht der Mensch. Du hast da keine grauen Haare wachsen, Mutter. Zum Mittag bin ich zurück. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Hört doch mal auf damit! Trau mir endlich mal was zu, Mutter! Ich mach das schon alles. Komm gleich zurück! Wir müssen halt euch herum! Weiß ich eh! Schaust du nicht? Ist nichts passiert? Nichts passiert? Na, geht schon. Oh, ja, weil ich nicht reagiert hätte. Tut mir leid, aber ich hab dir nicht gesehen. Ja, Hauptsache, ist nichts passiert. Oh, mein Moped ist im Arsch.
Wo musst du denn leicht hin? Nach Retz aufs Gericht. Ja, steig ein. Ich fahre hin und wieder zurück. Das tät's echt machen? Ja. Moped lassen wir da stehen. Früher mal später. Na komm. Bist du echt ein Freund? Ja, komm. Ich vorstelle, ich muss wieder heim zu meinem Mann. Wieso? Der ist doch jetzt in der Arbeit, oder? Ja, jetzt. Aber er kommt pünktlich um 5 wieder nach Hause. Dann heißt es Traulilein, Schatzilein. Ich halte das keinen Tag mehr länger aus, Toni. Ich verstehe dich, ja. Aber wir sollten jetzt nichts überstürzen. Wir können doch gleich bei dir einziehen. Stell dir den Skandal vor. Das Gerede. Aber du kennst ja meine Wohnung, da passt nicht einmal ein gescheites Doppelbett rein. Es ist uns doch bis jetzt auch nicht so eng geworden. Bis jetzt haben wir auch eher selten darin geschlafen. Ich muss jetzt los. Ich hole dich wieder ab, um Mitternacht. Hm? Wie immer. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Guten Morgen, Herr Doktor. Frau Beranek. Guten Morgen, Frau Beranek. Hey. Morgen, Frau Beranek. Es geht mich ja nichts an, aber Sie werden auch nicht gescheiter. Die Frau Hirmer ist eine verheiratete Frau. Unglücklich verheiratet, Frau Beranek, sehr unglücklich. Außerdem. Was soll er machen, wenn er einen Pfeil Amos trifft? Im Zweifelsfall kalt duschen, Herr Doktor. Servus. Kann ich Ihnen helfen? Na, danke. Sie sind ja ganz blutig, ja, haben Sie doch verletzt. Mich jetzt wird im Moped aufgestreut. Keine Zeit mehr, mich umzuziehen, weil ich muss aufs Gericht. Aha, zu wem wollen Sie denn da? Zu einem Herrn Doktor. Altmann. Altmann, ja, der ist hier bei uns. Wie, der ist bei Ihnen? Ich bin die Gerichtsstellenleiterin hier. Aber wir haben oben einen Erste-Hilfe-Kasten. Da findet sich sicher ein Heftpflaster für Ihr Knie. Kommen Sie. Geht's? Ja. Bitte. Ja, ich bin da zu Hause. Gut, danke. Frau Dämmerlein, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Was ist denn da? Tai Chi? Welt der Schaman Arthur Schopenhauer. Die Kunst, glücklich zu sein. Ein Dr. Settembrini hat angerufen. Er ist amerikanischer Anwalt zurzeit in Wien und bietet um einen Gesprächstermin. Er vertritt Callisto Limited. Callisto Limited, nie gehört. Ich habe die Homepage im Internet angeklickt. Callisto Limited dürfte einer der weltgrößten Hersteller von Saatgut sein. Richtig, da fällt mir ein, ich habe mal gelesen, dass die gewaltig auf den europäischen Markt drängen. Ja, ich bedanke mich noch vielmals, Frau Rath. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass Richterin sich um mein aufgeschundenes Knie kümmert. Vor meinem Gericht muss niemand mit einem blutigen Knie erscheinen. So, und jetzt schauen Sie, dass Sie zu einem Termin kommen, Herr Wiff. Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Schrott Karl mein Name. Also, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, keine Ursache.
Bitte, Ihr Fall, Kollege. Herr Karl Schrott? Schrott. Schrott, Karl. Ja. Und Sie können sich wirklich an überhaupt nichts erinnern? Überhaupt nichts, Herr Untersuchungsrichter. Ich war, wie man so sagt, glunzenfett. Aber einbrechen gehe ich dann nicht. Nach dem amtsärztlichen Befund hatten Sie 3,5 Promille Blutalkohol. Ja, leider. Es passiert mir manchmal, dass ich was trinke. Aber 3,5 Promille, Herr Schrott, das ist ordentlich. Ja, deswegen kann ich mich an gar nichts erinnern, Herr Untersuchungsrichter. Und Sie haben auch gar keine Erklärung, wie die 2 gestohlenen Fotoapparate aus dem Einbruch bei Foto Gerlach in Ihre Tasche gekommen sind? Ehrlich nicht. Ich schwör's. Mein Vater hat den Hof runtergewirtschaftet, ist gestorben. Meine Mutter ist schwer krank, aber einbrechen gehe ich doch deshalb nicht. Jetzt schauen Sie mal her, Herr Schrott. Ganz unter uns. Ich bekomme hier am Landesgericht als junger Untersuchungsrichter diese ganz kleinen Geschichten. Man möchte fast meinen, zum Üben. Am liebsten würde ich allen Leuten glauben und damit hat sich's. Ja. Aber was würden Sie sagen, wenn Sie einen klassischen 129er zu untersuchen hätten, wo der mutmaßliche Täter mit Teilen des Diebesguts betrunken 100 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden wird und dann sagt er, er kann sich ja nichts erinnern. Was würden Sie da sagen? Ich? Ja. Ich würde mir verarscht vorkommen. Wie war es? Schissen. Riga Verhandlung wegen Einbruchdiebstahl. Was? Du wolltest nicht was? Ist doch wurscht. Für dich schaut's so aus. Mein Scheiß. Du kannst nichts machen. Na. Wegen mir ist mir das wurscht, aber wegen meiner Mutter. Die wird sich bestimmt ziemlich aufregen, ne? Das kannst du annehmen. Wir sollten was trinken gehen. Das hilft immer. Das ist eh das Einzige, was man in so einer Situation machen kann. Was nicht. Meine Mutter wartet auf mich. Eh nicht lang. Ich zahle. Ja, na gut, wenn's meinst. Selbstverständlich mit Ober- und Unterhitze, Heiß- und Umluft, infrarotgesteuertem Grill, Bräterzone am Glaskeramikfeld. Aber kochen muss man schon noch selber, oder? Nein. Gnädige Frau, in einer Bellezzo-Küche kochen Sie nicht, hier kreieren Sie. Hier wird das Handwerk zur Kunst, der Traum zur Wirklichkeit. Hier vollzieht sich der Eintritt vom Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Freiheit. Das können wir doch gut gebrauchen, oder? Was kostet die Komplettausstattung? Ich muss es noch im Detail durchrechnen, aber der Preis wird in etwa um die 40.000 Euro liegen. Natürlich abzüglich Ihres Firmenrabattes, Herr Diplom-Ingenieur. Wie lange ist Lieferzeit? Das ist das Problem mit einer echten Bellezzo. Nicht unter 6 Monaten, aber rechnen Sie gut mit 8. Da wird unser Innenausbau gerade fertig sein. Das heißt, ich müsste mich jetzt entscheiden. Es würde sich empfehlen. Helga. Entschuldigen Sie mich, Herr Laub. Helga, was ist denn los? Kreieren Sie. Hier wird das Handwerk zur Kunst, der Traum zur Wirklichkeit. Das alles für lächerliche 40.000 Euro. Das ist nicht billig, das stimmt. Weißt du, meine Mutter kocht seit 30 Jahren auf einem Herd, der damals 1.000 Schilling gekostet hat. Und dafür haben meine Eltern ein Jahr lang gespart. Das mag schon sein, aber die Zeiten haben sich geändert. Wir können uns das leisten, wir haben eine gut gehende Baufirma. Du hast eine gut gehende Baufirma. Und manchmal habe ich den Eindruck, du willst mich einfach kaufen. Kaufen? Wie meinst du das? Besprich deine Entscheidungen nicht mit mir. Du zeigst mir zwar dieses ganze Zeug, aber in Wahrheit hast du dich doch schon längst für diese bescheuerte Küche entschieden und erwartest, dass ich auf Knien liege, weil es eine echte Bellezzo ist. Niemand muss bei mir auf Knien liegen und ich kaufe auch niemanden. Schon gar keine Frauen. Das habe ich nämlich nicht notwendig. Ja, gratuliere. Das hast du auch eindrucksvoll bewiesen. Verdammt nochmal, da will mein Hausmann eine Familie gründen und muss sich für alles und jedes entschuldigen. Ich kann nur sagen, das fängt ja gut an. Dann lass es eben und schieb dir deine Bellezzo sonst wohin! Helga. Helga! Callisto Limited ist sich schon seit Jahrzehnten bewusst, dass sich die Ernährungslage aufgrund der Bevölkerungsexplosion dramatisch verschlechtern wird.
Die bisherigen Methoden des Ackerbaus werden nicht länger ausreichen, um diese Menschenmassen besonders in der dritten Welt zu ernähren. Und deswegen war Callisto Limited so vorausschauend, dass er sich schon vor vielen Jahren eine Reihe von Genpatenten gesichert hat und somit zum vermutlich größten Saatguthersteller der Welt geworden ist. Nicht zum vermutlich größten, zum größten. Dankeschön. Die Länder Osteuropas werden ihre gesamte Landwirtschaft reformieren müssen, wenn sie in der Europäischen Union bestehen wollen. Was es hier braucht, ist ertragreicheres Saatgut, das schädlingsresistenter ist und weniger Kunstdünger braucht. Ihre heimische Landwirtschaft wäre ein gutes Beispiel, also sozusagen ein Schaufenster für Ihre Nachbarn. Sie vergessen da nur eins, Mr. Settembrini. Philip, nennen Sie mich Phil. Was ich sagen wollte, Phil, und was Sie sicherlich wissen, in Österreich ist die Aussaat von genmanipuliertem Saatgut verboten. Das weiß ich, Arthur. Aber Gesetze kann man ändern, wenn man es will. Und man wird es in absehbarer Zeit wollen. Und vielleicht können Sie uns dabei helfen. Ich fürchte, da überschätzen Sie meine Möglichkeiten. Das glaube ich nicht, Arthur. Sie kennen viele einflussreiche Leute. Callisto Limited bietet Ihnen den Job des Rechtskonsulenten für das gesamte Europa an. Einem Anwalt in einer Hinterhofkanzlei? Wir wissen, dass das nicht immer so war. Sie haben durch einen Mitarbeiter viel Geld von Klienten verloren und haben es aus eigenen Mitteln wieder erstattet. Und deshalb sind Sie heute hier. Callisto betreibt doch einen Nachrichtendienst. Nein. Wir wollen nur zuvor immer genau wissen, mit wem wir arbeiten. Sie sind ein ehrlicher Mann. Das schätzen wir. Scott, einen Moment. Bitte. Danke. Ich hätte gerne die Kartoffelpuffer, bitte. Gerne. Und ich nehme die Paella, bitte. Danke sehr. Gestatten Sie, ist da noch frei? Bitte sehr. Danke. Ebenfalls. Ich habe Sie schon ein paar Mal in der Mittagspause gesehen. Sie lesen beim Essen meistens die Zeitung. Das ist eine Unart von mir, ich weiß. Es gibt Schlimmeres. Ich esse zu Hause meistens vorm Computer. Klingt nach Junggeselle. Bin ich auch. Darf ich mich vorstellen? Clemens Hübner. Helga Schuster. Angenehm. Und darf ich fragen, was Sie in unserem geschätzten Unternehmen machen? Ich bin Sekretärin in der Direktion. Oh, ganz weit oben. Nur im Vorzimmer vom Vorzimmer. Und Sie? Ganz weit unten, im Keller. Ich arbeite in der EDV-Technik. Aber nicht mehr lange. Sie wechseln den Beruf? Sagen wir so, mir wird alles sehr schnell viel zu eng. Ich werde mindestens ein Jahr aussteigen. Sehr interessant. Wie funktioniert das mit dem Aussteigen? Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie die wirklich hören? Warum nicht? Wenn sie interessant ist? Angefangen hat alles damit, dass ich im Internet zufällig auf eine Firma gestoßen bin, die Bausätze für Boote verkauft. Für diese kleinen Schiffsmodelle? Nein, die eher großen. Von 16 Metern aufwärts. Ein 129er, wie er im Buch steht. Ein geradezu klassischer Einbruchdiebstahl. Der Herr Schrott behauptet zwar, er kann sich ja nichts erinnern, ist aber sturzbetrunken, 100 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden worden und zwei von den entwendeten Fotokameras waren in seiner Tasche. Schrott? Schrott? Das war doch der junge Mann von heute Morgen mit dem aufgeschundenen Knie. Er hat aber einen höflichen Eindruck gemacht. Vorstrafen? Nein, keine. 3,5 Promille Blutalkohol. Nicht gerade wenig. Ja, aber andererseits, einen geübten Trinker haut mit 3,5 Promille nicht gleich um. Er wird seinen Einbruch gefeiert haben. Und was weiß man sonst noch über ihn? Die Frau Berenek kennt seine Mutter, eine Frau Anna Schrott. Der Karl führt die Landwirtschaft seines verstorbenen Vaters und die Mutter ist schwer krank und sollte jede Aufregung vermeiden. Trotzdem werden wir den Sohn verurteilen müssen, so wie es aussieht. Diese Aufregung können wir ihr leider nicht ersparen.
zwei Monaten ist das Boot dann fix und fertig. Inklusive der Technik, der Segel, der Inneneinrichtung, alles vom Feinsten. Wann geht's dann los? Ich bringe das Boot dann auf der Straße nach Korneuburg in die Werft. Ich muss über zwei Bahnübergänge. Die müssen extra die Strecke sperren, die Oberleitungen werden runtergenommen. Fragen Sie mich ja nicht, was das kostet. Dann wird das Boot gewassert und dann die Donau runter ins Schwarze Meer, von dort durch die Dardanellen ins Mittelmeer, dann nach Gibraltar, quer über den Atlantik, nach Buenos Aires und dann den La Plata rauf nach Rosario. Wahnsinn. Und das alles ganz allein? Tja, so einen Trip überlegt sich doch jeder 10-mal. Verständlich, oder? Also um ehrlich zu sein, ich habe mir das auch sehr, sehr lange überlegt, aber ich könnte Ihnen das Boot zeigen. Das steht in einer Halle bei Stuckerau. Gern. Aber ein andermal, ich werde abgeholt. Aha, verstehe. Ja, dann schönen Abend. Ihnen auch? Wer war der Typ? Hallo, guten Abend, wie geht's dir? Es lief doch blöd heute Vormittag. Entschuldige, alles mögliche Einstiege, aber wer war der Typ, klingt nicht unbedingt nach Goodwill. Entschuldige, es tut mir leid. War blöd heute Vormittag. Schon besser. Wer war der Typ? Ein Arbeitskollege. Einfache Frage, einfache Antwort. Wisst ihr, was ihr nicht könnt? Ihr könnt nicht ballern miteinander. Oh, ist mir doch klar. Doch, ist heute. Nur eins sag ich dir, Fetzel. Dein Vater kann nur so mit seiner dicken Brieftasche winken. Den Hof verkaufe ich nicht. Geh, was redet niemand den Hof kaufen? Meinst du, ich weiß es nicht, dass ich nur darauf warte, bis die Mutter unter der Erde ist. Aber es hilft euch nichts. Ich verkaufe keinen Quadratmeter für eure depperten Pferd. Ich Durst. Komm, jetzt trinken wir nur. Höre auf! Not so schlimm, Witz. Ihr habt der Qual schon genug. Nein, da geht schon noch. Na gut. Was meinst? Fahren muss er ja heute nehmen, oder? Na, ich bring den Qual an. Ah ja, dann brauchst du meine Herren. Hans, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich kann allein aussteigen. Entschuldigen, Herr Landeshauptmann, ich habe das vergessen. Ich bin doch von Herrn Altlandeshauptmann her so gewohnt. Mhm. Und ich komme mir vor wie ein Taterkreis, wenn mir bei jeder Gelegenheit die Tür offen gehalten wird. Kannst nach Hause fahren, ich brauche dich nicht mehr. Wann holst du mich mal? Um 6 Uhr. Wir haben um 6:30 den ersten Termin. Spatenstich für die neue Landestierkörperverwertung. Mhm. Und wenn ihr mich jeden Morgen so früh antreten lasst, du kannst bald meinen Körper verwerten. Schönen Feierabend. Danke, gleichfalls.
Erkenne ich schon an Ihrem Schritt, auch wenn Sie schleichen. Hallo, Martin. So eine Überraschung. Hoffentlich keine unangenehme. Sehe ich so aus. Weißt du was? Ich bin ohnehin hier fertig. Therese schläft bei ihrem Vater. Es wird ein milder Abend. Hast du Lust auf einen Spaziergang? Warum denn nicht? Wohin soll uns führen? Das Angebot ist so gut, dass es fast schon wieder verdächtig ist. Pass mal auf, Callisto würde mir für die Vertretung eine Jahrespauschale von 200.000 Euro zahlen. Spesen extra und jetzt halte ich fest, auch die Mietkosten für einen repräsentativen Kanzleistand. Das ist doch wunderbar, Adler. Warum hast du das nicht am Telefon erwähnt? Ja, ich bin mir sicher, bin ich, ob ich es tatsächlich annehme. Es ist so, ein ständiger Konsulentenvertrag ist fast so etwas wie ein Anstellungsverhältnis. Ich war mein Leben lang unabhängig. Ja, ja, das war ich auch. Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren Beamtin. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber hinzu kommt noch, dass es zwar ein Konsulentenjob ist, aber im Grunde ein klassischer Lobbyistenjob. Inwiefern? Pass mal auf, Callisto besitzt weltweit die meisten Genpatente für Pflanzen und Saatgut. Und ist ja bekannt, dass solches in Österreich verboten ist. Also sucht man einen Lobbyisten mit Kontakten, der für Sie die Szene aufweicht, wie es Settembrini auszudrücken pflegt. Aber wenn dir dieser Konzern so viel Geld dafür bezahlt, dass du hin und wieder mit gewissen Leuten redest, dann ist das Ihr Problem. Also ich an deiner Stelle würde den Job sofort annehmen. Würdest du? Sieh mal, ich bin so stolz auf dich, wie du deinen Neuanfang hingekriegt hast. Und dass du als Anwalt so viele kleine Leute vertrittst. Aber die wenigsten bezahlen dir dein Honorar. Moment, bei dem Viertel, wo meine Kanzlei liegt, zahlen die Leute überhaupt nichts. Keine Mieten, keine Versandhausrechnung, keine Kreditrückzahlung. Wieso sollen denn ausgerechnet ihren Anwalt bezahlen? Das ist konsequent betrachtet, aber etwas schuldig. Ich denke, das schätzt du so an mir. Das tue ich auch. Aber ich schätze auch den weitblickenden Mann. Mit Gedanken, die über den Tellerrand hinausreichen. Dieser Mann soll geeignet sein als Lobbyist für einen Futtermittelhersteller? Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Naja, auf der Parkbank sitzen kann ich ja noch als Pensionär. Wie das ehemalige Präsidenten. Oh Gott, wie von Dr. Laubach mit ihrem Mann. Na und? Wir müssen uns doch nicht verstecken. Nein, aber ich halte das Berufliche und das Private streng auseinander. Ja, und das ist jetzt privat. Und Frau Dr. Laubach wird mit ihrem Mann auch nicht dienstlich unterwegs sein. Grüße, ein ganz locker Grüße, Regine. Ja, guten Abend. Guten Abend. Gott. Guten Gott. Abend. Guten Abend. Was wird sich denn die Frau Doktor denken, wenn sie uns in aller Öffentlichkeit so sieht? Bitte, wieso? Ich wohne doch in Rätz und du in Wien. Aber nicht mehr lang. Wie soll ich das verstehen? Ich wollte es ja eigentlich erst beim Abendessen sagen, aber jetzt ist es wenigstens heraus. Ich habe die letzte freie Wohnung bei dir im Schloss gekauft. Der Vertrag ist unterschrieben. Wir werden Nachbarn, Regine. Du hast es also wirklich getan? Ja, natürlich habe ich es getan. Ich habe dir es doch gesagt. Felix! Ehemaliger Rechtspräsident im dritten Frühling. Die beiden sind ein sehr hübsches Paar. Also du meinst, ich soll das Angebot von Callisto annehmen? Ja, unbedingt. Auch wenn Carlos jetzt seine Beiträge für die Kinder bezahlt, im Grunde hängt doch alles an uns beiden. Und wenn du noch ein paar Jahre gutes Geld verdienen könntest, dann wäre uns allen geholfen. Ich habe mir schon öfter überlegt, wie wir unsere Fixkosten senken könnten. Ich hoffe, du denkst aber nicht an Anita. Nein, also auf Anita möchte ich wirklich nicht verzichten. Andere offensichtlich auch nicht. Oh. Dr. Laubach hat uns gesehen. Na und? Ist ja nichts dabei. Wenn der Herr Polizeichef in Uniform und das Haushälterin von Frau Gerichtspräsidentin auf ein Bank und Hand in Hand, na, da ist schon was dabei. Aber Frau Anita, ist ja doch in allen Ehen. Ja, das ist ja das Problem.
Dieser kollektive Anfall von Gefühlsüberschwang. Machen wir Vollmond oder was? Eine fruchtbare Gegend. Der Einsatzwagen der Gendarmerie fährt jetzt schon ziemlich oft bei uns vor, finde ich. Naja, der Rausch dürfte mit Anita ernsthafte Absichten haben. Das werden wir unterbinden. Also wir können da nicht mit ansehen, wie Anita letzten Endes fremde Menschen bekocht und das möglicherweise nur unbezahlt. Wenn sie es wirklich will, würden wir sie schwer daran hindern können. Sag das nicht. So eine kleine, schöne, saftige Intrige hat schon so manche Affäre restlos beendet. Spricht das Erfahrung? Und? Wenn ich mit dir hier so stehe und die Landschaft betrachte, dann frage ich mich wirklich, warum ich mir das antue. Mit mir hier stehen? Gottes Willen. Ich meine doch die Arbeit. Morgen um 6 Uhr früh steht der Hans wieder mit dem Wagen vor der Tür. Und dass ich jetzt hier bin, das ist reiner Zufall. Ich habe mich glatt weggeweigert, den Kongress der Landesimker zu eröffnen. Die Bienen werden es überleben. Davon gehe ich aus. Nein. Ich wünsche mir sehr viel mehr Zeit mit dir. Wenn jetzt auch noch die Bäume ausschlagen. Meine Verehrung, die Herrschaften. Auch auf einem Abendspaziergang? So kann man es nennen. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Guten Abend, Frau Kamper. Einen schönen Abend. Schön scheint er ja tatsächlich. Ich bin leider kein Dichter, aber wenn ich einer wäre, dann wüsste ich jetzt die richtigen Worte. Sie wären nicht der erste Politiker, der sich als Poet versucht. Immer zu einer kleinen Spitze bereit. Das ist das, was ich an Ihnen so schätze. Aber da bin ich ja sicher nicht allein. Also ich hatte lange Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ja. Solidarisierungen von reiferen Herren machen mich immer misstrauisch. Mit Recht. Das endet meist im Weinkeller. Das bringt mich auf eine Idee. Es würde mir große Freude bereiten, das Eber Laubach heute Abend zu bekochen und mit einem guten Tropfen Wein zu verwöhnen. Warum eigentlich nicht? Wenn das auch in Ihrem Sinn ist, Frau Kamper? Durchaus. Ich würde mich sehr freuen. Und unsere Anita über einen freien Abend sicherlich auch. Wollen wir? Bitte. Die Bier war nicht gereichend. Das hat einen Elefanten um. Nichts gesagt. Darf ich? Sie müssen sogar. Ja, das danke. Sollte man gar nicht glauben, dass dieser Tropfen aus der Hese entgegenkommt. Also, mein Kompliment, Herr Landeshauptmann. Dankeschön. Danke, Herr Doktor. Aber warum sollte der Tropfen nicht aus unserer Gegend kommen? Wir haben gute Lagen, genügend Sonne und auch einige Winzer, die es ausgezeichnet verstehen. Ja, ja, davon konnte ich mich öfters überzeugen. Aber wenn ich nicht das Etikett gesehen hätte, ich hätte glatt auf einen Italiener getippt.
Wie schön, dass man einen verwöhnten Gaumen noch überraschen kann. Und die Kürbiscremesuppe, Donnerwetter. Wenn alle Politiker so kochen könnten. Naja, man ersparte sich so manche Regierungsklausur. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht gewusst, dass der Martin so gut kochen kann. Das lässt mich manche Dinge in einem anderen Licht sehen. Du meinst meine Chancen steigen? Mich haben Männer, die gut kochen können, immer schon beeindruckt. Ja, es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die Frauen beeindrucken. Ich dachte, die Erotik der Macht sei ausreichend. Erotik der Macht. Dass ich nicht lache. Wir haben in 2 Tagen wirklich eine Regierungsklausur. Wollen Sie wissen, wie so etwas abläuft? Ja, ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich fürchte, Ihre Vorstellungen sind noch viel zu naiv. In der Regel beginnt es mit einem mindestens einstündigen Referat des Parteichefs, dann kommt ein ebenso langes Referat des Clubobmannes und dann kommt ein Alibi-Referat eines sogenannten parteifernen Experten. Mittagessen, am Nachmittag die Referate der Fachsprecher, dann Abendessen, launiger Umtrunk und Sauna, denn wenn man nackt ist, wird man ja ehrlicher zueinander. Am nächsten Tag Zerredung all des Gehörten und lustiges Auseinandergehen ohne jede Problemlösung. Dann noch allgemeines Jammern in kleinen Zirkeln wegen der Ergebnislosigkeit. Ja. So läuft es in Wahrheit ab. Klingt beeindruckend, desillusionierend. Ja. Deshalb sollte man so etwas auch nur eine begrenzte Zeit lang machen. Da lobe ich mir die Kommunalpolitik, die Ihnen ja inzwischen auch ein Begriff ist, Frau Doktor. Tja, ja, da ist man den Menschen entschieden näher, das stimmt schon. Das ist man. Bleibt nur noch uns für diesen schönen Abend und für die vorzügliche Bewirtung zu bedanken. Auf Ihr Wohl. Das letzte Stück gehe ich besser alleine. Frau Doktor ist bestimmt schon zu Hause. So ganz allein in der Dunkelheit? Ja, fürchten Sie sich da nicht, Anita? Aber nein, Herr Polizeichef, sind doch nur ein paar Schritte. Gut, wenn Sie meinen. Aber sagen Sie doch nicht immer Polizeichef zu mir. Ich bin doch der Gustl. Also dann, gute Nacht. Zentrale an Argus 1, bitte melden. Argus 1, Bezirksinspektor Rauscher. Einbruch bei Geschirr- und Küchengeräte Pfleiderer. Ein Passant meldet eine eingeschlagene Schaufensterscheibe. Verstanden, Zentrale, bin schon unterwegs.
bisschen nach Amtsmüdigkeit, was unser Landeshauptmann da durchblicken ließ. Ich weiß nicht, ich traue dem Reidinger alles zu. Der macht auf Amtsmüde und gewinnt die nächste Wahl. Du, der wird vielleicht noch Bundeskanzler. Ja, heutzutage ist so manches möglich. Was ist denn das? Den Mann kenne ich doch. Das ist der Herr Schrott. Der war heute bei mir am Gericht. Der riecht dermaßen nach Alkohol. Da müssen wir einen Notarzt rufen. Und die Gendarmerie. Vielleicht war es ein Unfall. Tja, also ein Unfall dürfte es nicht gewesen sein. Ich konnte keinerlei Verletzungen feststellen, aber der Mann ist schwerstens betrunken. Ich lasse ihn jetzt ins Krankenhaus zur Ausnüchterung fahren. Die werden ihn sicher morgen früh entlassen. Wir haben auf alle Fälle die Gendarmerie verständigt. Wir konnten ja nicht wissen. Herr Rauscher, wir haben Sie leider umsonst verständigt. Wir haben gedacht, es ist ein Unfall. Also, der Mann ist unverletzt, aber schwer betrunken. Lieber einmal zu oft verständigt, als einmal zu wenig. Es ist der Karl Schrott, sein Hof ist da oben. Ich habe seltsamerweise diese Sachen in seiner Jackentasche gefunden. Das ist aber komisch. Das sind genau die Sachen, die heute bei einem Einbruch in Retz gestohlen worden sind. Ich habe heute schon einmal die Akte von dem Herrn Schrott in der Hand gehabt. Der Herr kann es offenbar nicht lassen. Dann kann ich den Fall ja als geklärt melden. Gott sei Dank, Frau Doktor, Herr Doktor. Ich habe das Blaulicht gesehen und habe gefürchtet, ein Unfall passierte. Nein, Anita, es war Gott sei Dank kein Unfall. Der Herr ist nur betrunken mitten auf dem Weg gelegen. Am Weg gelegen? Das ist komisch. Gerade vor ein paar Minuten bin ich nach Hause gekommen. Ich habe keinen Mensch gesehen auf der Straße. Nur ein Auto ist vorbeigekommen. Dieser hätte doch Mann überfahren müssen. Ein Auto? Was für ein Auto? Dort. Hinauf ist gefahren zum Nachbarhaus. Ein Pferdekopf war auf das Auto Hinterseite. Das war vor ein paar Minuten? Ja. Herr Rauscher, ich glaube, Sie sollten einmal bei unseren Nachbarn nachfragen. Ich komme mit Ihnen. Nein, Ihr Auto lassen wir besser stehen. Wir gehen zu Fuß. Gendarmerie, Bezirksinspektor Rauscher. Ich hätte ein paar Fragen. Guten Abend, Herr Sulzbacher. Namen, Frau Rath. Ich möchte dem Inspektor Rauscher nicht vorgreifen, aber ich hätte dann auch einige Fragen. Ah ja? Vater! Ah, der Herr Papa ist auch zu Hause? Ja, wenn er jetzt schon ins Bett gegangen ist. Dann werden wir ihn aufwecken müssen. Nicht notwendig. Ich bin noch wach. Guten Abend, Herr Sulzbacher. Guten Abend. Sagen Sie, könnte es sein, dass Sie einen vollkommen betrunkenen Mann auf meinem Zufahrtsweg verloren haben? Woher denn? Wovon reden Sie denn? Oder besser gesagt, quer über den Weg gelegt? Also so ein Blödsinn habe ich lange nicht gehört. Meine Haushälterin kann bezeugen, dass Sie, 3 Minuten bevor ich den Herrn Schrott gefunden habe, mit Ihrem Wagen vorbeigefahren sind. Sie beide. Sie hätten den Herrn Schrott sehen müssen. Und der Dr. Burger hat bestätigt, dass der Mann zumindest in der letzten Stunde gar nicht in der Lage gewesen sein kann, sich selbstständig fortzubewegen. Also, funkt's, meine Herren. Ich hab doch gesagt, das kommt raus. Sepp und Fritz Sulzbacher, Sie sind beide verhaftet wegen des Verdachts. Des gewerbsmäßigen Diebstahls, Paragraf 130. Ja, richtig. Unter unterlassenen Hilfeleistung, Paragraf 95. Sonst noch was? Ich würde meinen, das reicht fürs Erste,
Also im Protokoll steht, die beiden Herren Sulzbacher haben ein Geständnis abgelegt, dass sie auch den ersten Einbruch, weswegen gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wurde, begangen haben. Auch beim ersten Mal wurden sie gezielt betrunken gemacht und ihnen dann das Diebsgut untergeschoben. Und als Motiv gaben die beiden an, sie beabsichtigten dadurch, ihren Widerstand gegen ein Kaufangebot zu schwächen, welches sie ihnen für ihren Hof unterbreiten wollten. Die wollten meine Mutter unter die Erde bringen, weil sie genau wissen, die darf sie nicht aufregen. Und Sie haben nicht geglaubt. Sie müssen zugeben, dass ihr sicher nichts erinnern können, auch nicht sehr glaubwürdig war. Das war es wirklich nicht. Ich hätte Sie glatt aufgrund der Indizienlage verurteilt. Und da sind Sie bis zu einem gewissen Grad selber schuld, Herr Schrott. Ja, man bedrängt sich nicht bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, das habe ich jetzt auch eingesehen, Frau Rath. Da werde ich mich in der nächsten Zeit sehr zurückhalten. Tun Sie das, Herr Schrott. Es ist in Ihrem eigenen Interesse. Dann kann ich jetzt gehen. Selbstverständlich. Vielen Dank nochmal, Frau Rath. Keine Ursache. Wiedersehen. Wiedersehen. Und denken Sie daran, was Sie gerade eben selber gesagt haben. Ja, werde ich. Wiedersehen. Wiedersehen, aber nicht hier bei Gericht, ja? Manchmal frage ich mich, ob das der richtige Beruf für mich ist. Warum? Wenn wir den jetzt unschuldig verurteilt hätten? Das wäre schlimm gewesen. Da haben Sie recht. Aber wir haben keine andere Chance, Kollege Altmann. Wir können nur nach dem äußeren Anschein urteilen. Wir können ja in die Menschen nicht hineinschauen. Und das ist auch ganz gut so, glauben Sie mir. Wer weiß, was man da so alles sehen würde. Ja? Mhm.